Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Yu-Gi-Oh! DevPro und ich spiele heute mal wieder gegen einen echten Menschen, hoffe ich zumindest. Ich warte einfach mal mit meinem Fable-Deck. Okay, wir spielen oder ich spiele gegen Urig. Das ist hier Urig. So, mal schauen, was der für ein Deck hat. Ja, ich spiele halt ein Fabled, beziehungsweise ein sagenhaftes Deck. Es ist nicht die beste Version, aber... Oh, ich darf anfangen, wow. Nö, das möchte ich nicht, oder? Oh. Oder doch? Weißt du was? Mach das einfach mal. Dann... Das hier. Die. Und die. Okay. Ach, er hat ein Schadol-Deck. Okay. Interessant. Interessant und mag ich nicht. Ich hätte gern einmal die weg. Mal mit die. Ach ja, dann kann ich die noch beschwören. Und dann würde ich mal zu. Ah, er hat ein Shadow-Deck, eindeutig. Ich bin nicht gerade jetzt erfreut, dass er hier im Shadow-Deck ankommt. genau. Lol. Killt er erstmal fast sein ganzes Deck? Und hat dann aufgegeben, beziehungsweise halt einfach hier auf das rote X gedrückt und dadurch Verbindung verloren, weil er hat sich gedacht, so scheiße, was habe ich denn für einen Mist gemacht, meine alte Karte zerstören und ja. Ne? Bis gleich. Willkommen zurück in DevPro und ich möchte einfach gerne nochmal das Deck von eben spielen, diesmal hoffentlich gegen einen besseren Duellanten. Ich meine, der von eben... Er hatte schon ein mächtiges Deck mit Shadol, aber er hat es halt einfach vergeigt. Gut, ich vergeige auch ganz gerne mal Duelle und Züge. Mal schauen, wie mein Duell mit meinem Fable bzw. sagenhaftes Deck gegen Kiluba Kun. Ja, wie ich halt gegen ihn spielen kann. Er spielt ein Rank-Up-Deck, oder? Star Drawing. Huh. Weiß nicht, vielleicht ein Photonen? Nee. Vielleicht ein Utopia-Deck? Wobei Utopia ist auch eigentlich in fast jedem Deck drin. Ich habe noch keine Ahnung, ich kann auch nicht so viel sagen, was er spielt. Aber er hat schon einen guten Zug vorausgelegt. Erstmal selber Zug wieder. Mal den und ja den so dann hätte ich diese jetzt gerne. Friedhof von Hand hinzuzufügen. Mach ich mal so. Ach komm,
Max C, okay, ich weiß immer noch nicht so genau, was die Digger spielt. Mal so. Ich habe gerade voll FPS hier Schwankungen hier. Alter, was ist los? Das ist Yu-Gi-Oh! Defpro. Es hat kaum Grafik. So, kann ich noch ein Dreier? Schwöre auf jeden Fall noch ein Dreier. Ja. Dann möchte ich nämlich gerne das jetzt hier machen. Zwei, es bringt keinen, oder? Haben wir auch eins, was ich dann behalten kann, ein Monster danach, oder? So, ja, genau, so mache ich das jetzt. Der ist hier nämlich unbesiegbar momentan. Da ich ja nur Karten auf der Hand habe, kann sie nicht durch Kampf oder Karteneffekte zerstört werden. So, ich habe eine gute Verteidigung, muss ich momentan sagen. Es muss ich aber mal langsam zum Angriff auch übergehen. Was macht er jetzt? Ah, nee, das ist scheiße. Das ist ja scheiße. Och Mann. Okay, ja. Mal schauen, ob ich noch das Ruder rumreißen kann zum Angriff. Zumindest habe ich noch ein unbesiegbares Monster momentan. Momentan, wie gesagt. Bei 3 oder mehr Karten in der Hand zerstört er sich selbst. Das heißt. Ja. Wenn ich nichts mache. Und ich mache etwas. Vielen Dank, Herz der Karten. Da müsste er jetzt gleich da noch ein Monster wegopfern für. Hier auch. Frage mich nur, wozu er es gerade verboten Lanze aktiviert hat. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hofft er, dass ich jetzt angreife. Aber darauf falle ich nicht rein. Man denkt sich jetzt so, dass ich es angreifen würde, weil er Utopia geschwächt hat. Und dann will er mich wahrscheinlich hier in einer der Fallen reinlaufen lassen. Wie zum Beispiel Durchbruchfähigkeit. Das bedeutet, mein Monster ist jetzt besiegbar. Verdammt. Vielleicht hätte ich doch angreifen sollen? Man weiß es nicht, ne? Man ist nicht Pegasus, um die Karten herauszulesen. Aber gut, das konnte er auch nur durch sein Millenniumsauge, was er ja eh schon lange nicht mehr besitzt. Ja, das war's mit meiner geilen Verteidigung. Jetzt sollte ich langsam zum Angriff übergehen. Das heißt, mindestens ein Monster mit 2510 Angriff. Damit kann ich ihn zumindest setzen. Aber das Problem ist, reicht das oder reicht das nicht? Ich meine, 2500 kann ich da machen, aber er macht mir da auch mindestens
ja, 2100 Schaden. Ja, den Schaden nehme ich an. Aber diesen schleudere ich sehr gerne zurück. Viel Spaß damit. Ob er sich ärgert? Ach komm! Ich ärgere mich jetzt. Ach scheiße. Ja, ja. Abwerfen. Ja, das ist... Toll! Ich kann so richtig viel machen jetzt. Neben das sagenhafte Deck, es hat nicht so viel starke Monster. Ich denke nicht ja eigentlich das hier drauf, ne? Aber da kann ich gerade nichts machen. Oh, sorry, das, ich könnte da gerade nichts anderes machen, außer niesen. Das tut mir leid. Aber hey, das ist menschlich. Okay, also so ein... Er hat ein Exi-Deck. Ja, man kann sagen, er hat ein Exi- und Utopia-Deck. Also klar, dass ich gegen diesen Monster natürlich nicht ankomme, weil, das ist Utopia. Das ist Ära-Ark, das ist... Ne? Noch Fragen? Was überlegst du denn so? Du kriegst, brauchst du angreifen. Scheiß auf die Überlegungen, komm immer fester drauf, immer rein damit. Ja, los! You lose. Auf jeden Fall, ich hab verloren und das volle Hose. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part in Yu-Gi-Oh! Death Pro und ich spiele heute mal ein Fortune Lady Deck. Schicksalsdame, kennt man ja, mag man ja, hasst man auch eventuell. Und ja, ich spiele jetzt gegen Chai Suo. Was? Chai Suion. Gesundheit. Und ich krieg Serverfehler, disconnected from server. Sehr geil. Und tschüss. Ja, willkommen zurück, nachdem Server disconnected eben. Möchte ich gerne einen neuen Versuch starten mit meinem Schicksalsdamen-Deck. Mal schauen, wer jetzt ja, gegen mich duellieren möchte. Jetzt dauert das Finden leider etwas mehr. Ich glaube, gerade alle hatten einen Server. Freie Flug gehabt, ich weiß nicht. Aha. Der neue. Und zwar Kal. 10. Nee, was? Kal 10, ja. Ja. Okay. Warum denn nicht? So. Der Gegner darf wieder mal anfangen, okay. Na? Okay. Armageddon und Ritter. Ja. Oh, wieder einer mit dem Schadoll-Deck. Oh, komm. Ernsthaft jetzt? Flip, wenn die blablabla, schwerer ist das Spezialbeschwörung die verdeckte Verteidigungsposition. Friedhof, ja, aber nichts aus dem im Friedhof. Gut, dann. Er hat 400 Verteidigung. Also warte, ich mach das jetzt einfach hier. Erstmal eine geile Verteidigung haben.
Oh, wieder ein Schadoll-Typi. Gut, ich habe auch ein Schadoll-Deck, aber ne. Ich spiele ungern gegen. Okay. Seit wann hat man diese Karte in einem Schadoll-Deck? Gibt es Varianten mit dieser Karte im Schadoll-Deck? Oder hat einfach nur diese Karte in einem Nicht-Schadoll-Deck? Kann auch sein. Vielleicht. Keine Ahnung. Mixed-Deck. Weiß nicht. Schauen wir mal. So. Er ärgert sich bestimmt wegen, ja, wegen meinem Sensenmann. Aber lässt sich nicht vermeiden. ja. Ach komm. Oh. Nö. Ungerne. Ja, was machst du jetzt? Hui. Da tanzen die Karten. Sieht eng aus, als ob die Karten tanzen, wenn ohne harten Schadoll-Deck. War Schadoll mit dieser Karte oder dieser Karte? Okay. Zwei, ja. Midrush, genau. Kann durch die Karteneffekte des Genies zerstört werden. Jeder Spieler kann nur einmal pro Zug oder mehr Monster Spezialmischen. Das heißt, ich kann nur einmal Spezialbeschwörung. Zwei, drei. Ich kann darauf bauen, dass er die beiden vernichtet. Kann ich mit denen holen. Ja. Dann kann ich den ihn hier vernichten mit dieser Karte. Nee, erst nicht mit dem Effekt, sondern halt mit 2000 Angriff, weil da habe ich halt mehr als er. Maskenwechsel, okay. Der hat echt ein gemixtes Deck. Der hat einen maskierten Helden-Deck mit einem Schadoll-Deck, okay. 3000. Das ist ein bisschen hart. Au! Ja, das tut weh. Ich muss den wirklich rauskriegen. Kann ich den denn hier vernichten dann? Den könnte ich mit dem Effekt sogar vernichten, ja. Wenn ich das mache, dann ist der aber immer noch da. Ich mach's aber trotzdem. Dann muss er nicht mit dem die vernichten. Ja, das ist mir egal. So, dann muss ich den nämlich vernichten. Da habe ich ein Finsternis und Lichtmaus auf dem Friedhof. Dann kann ich den nämlich holen. Indem ich dann genug Angriff habe, um ihn zu vernichten. Das sollte reichen. Hoffentlich. Betonung auf hoffentlich und sollte. Mehr kann ich mir momentan gerade nicht machen mit dem, was ich habe. Die bringt mir halt noch nichts. Die kann ich noch nicht beschwören. Dafür brauche ich ein anderes, ja, ein Opfer quasi dafür. Bubbleman. Zweimal. Lol. Ernsthaft? Okay. Ich will mich hier mit Bubblemans angreifen, ne. Das will er. Er hat's getan. Was ich jetzt tun werde, ist genau das jetzt hier. So.
Zum Verbannen. Ich möchte gerne dies verbannen. Ach ja, stimmt, ich kann ihn ja angreifen dann. Gut, macht aber nichts. Naja, kann man Monster mit ihm auch nicht vernichten. Dann greife ich halt im nächsten Zug den hier an, sofern er hoffentlich keinen. Solange er nichts dagegen hat. Also zumindest Karte. Persönlich gesehen hat er bestimmt was dagegen. Dass er ihn aber nicht in Verteidigung erlegt, das muss wohl daran liegen, dass er eine Fallkarte hat, die eventuell mächtig genug sein könnte. Mach es mal das hier und vernichte den erstmal. Dann setze ich einen Angriff erstmal aus. Weil mir ist das so unsicher, weißt du, was er da liegen hat? So, ja. Sonst habe ich halt noch diese Karte, ne? Sure. Was machst du, mein Freund? Ja? Studierst du meine Karte oder wie? Jo Leute, also ich meine, wenn ihr auch gegen mich spielen wollt, meldet euch einfach. Dann dürft ihr sogar auch, wenn ihr ein Headset habt, auch mit mir zusammen sprechen und kommentieren. Ja, andernfalls kommt es zwar dann als Duell im Video, aber dann natürlich dann, wenn nicht nur ich dann kommentieren, wenn ihr kein Headset habt oder nicht reden möchtet. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall dürft ihr halt, wenn ihr möchtet, auch gegen mich spielen. Wenn ihr jetzt einfach die Zeit verstreichen lassen oder was hat er vor? Achso, na gut. Die ist doch mal richtig geil, die Karte. So, mach ich mal das jetzt hier. Bis gleich. So, klar, das kann ich jetzt machen, aber ziehe zwei Karten. Ah, nö. Möchte ich nicht. So, jetzt versuche ich einfach mal anzugreifen. Ah, wunderbar. Sehr schön. Jetzt kriegt er natürlich diese Karte. Klar, Schadoll, ne? Muss man nicht viel mehr so sagen. Jetzt möchte ich gerne die aktivieren. Okay. Interessant. Die können mir gut stehen gleich. Oh, was ist denn los? Verdammt. Ich hab mal voll verschluckt hier, ey. Oder ich beschwöre die. Na, mal schauen. Ach, Mädel oder Junge oder. Massenwechsel, okay. Ja, Schadoll. Schadoll, okay. Da nochmal Schadoll, das heißt, ich kann jetzt eine Schadoll. Beschwörung, Fusion, Fusionsbeschwörung machen. Ah, wen holt er? Ja? Wen holst du?
Ach, Nephilim, okay. Was? Was? Ich hab nicht gelesen, was er geschrieben hat. Ich hab gerade irgendwie nicht auf den Chat geachtet, was er geschrieben hat. Irgendwas auf Englisch und ich hab keine Ahnung. ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß nicht. Normalbeschwörung, ja genau, das ist ja keine Normalbeschwörung. Was mache ich denn? Ich mache jetzt. Ich kann natürlich hier nur den beschwören. Beziehungsweise die und die schwach. Na egal, was soll's. Meint dann das so? Na komm. So, Ja. Ja. Wollte ich mit denen? Oder die? Die hat nämlich 2-4. Ich versuche einfach mal ein bisschen mal einzuklopfen. Das war vielleicht keine so gute Idee, aber egal. Wenn ich warte, nicht gewinnt. Na gut. Er wird das natürlich mit ihm hier, den hier vernichten. Und er wird eine Schattenpuppe, eine Schattoll-Fusion machen, okay. Warum hat er ein Nephilim zum Nephilim gemacht? Okay, naja, ich meine. Die Frage ist, ob es ihn jetzt gebracht hat. Ich meine, er kann mich sowieso. Ach so. Ja, das ist tatsächlich ein Elementarhelden, Maskenhelden, Maskierten. Na, egal, egal. Ihr wisst, was ich meine. Deck. Spezialbeschwörungen. Die Karte klappt nicht gegen Spezialbeschwörungen. Also deprimierend. Ja, muss auch dazu sagen, ich habe ein altes Deck, also halt eben was vor Schadol entschieden ist. Und er spielt ein Schadol Deck. Das bedeutet natürlich, dass mein Deck sowieso irgendwie im Nachteil ist, weil ich ja ein Deck spiele, was nicht darauf ausgelegt ist, Schadol zu besiegen, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Schadol gab. Aber egal, das war's mit diesem Duell. Bis dann!